Radio SGU. Das Schulradio der städtischen Grundschule Olpen-Unterstadt. Wir machen Kinderradio. Hallo zusammen zur neuen Sendung von Radio SGU. Wir begrüßen euch heute zu unserer 52. Sendung. Auch die Hörer zu Hause am Radio möchten wir wieder willkommen heißen. Für euch moderieren heute Solim, Mika, Alessandro und Eva. Und wenn ihr uns noch nicht kennt, so stellen wir uns kurz vor. Ich bin Mika, ich bin 7 Jahre alt und gehe in die 2. Klasse. Mein Hobby ist Judo. Ich bin Solim, ich bin 8 Jahre alt und gehe in die 2. Klasse. Meine Hobbys sind Sport, Schwimmen und Laufen. Ich bin Eva, ich bin 9 Jahre alt, ich gehe in die 4. Klasse. Meine Hobbys sind Reiten, Tanzen, Singen und Malen. Ich bin Alessandro, ich bin 10 Jahre alt, ich gehe in die 4. Klasse und meine Hobbys sind Basketball und mit Freunden spielen. Am letzten Sonntag war ja ein besonderer Tag in unserer Schule. Das Fest der Musik war ein voller Erfolg. Wir wollten einmal von euch Schülern und Lehrern wissen, was euch am besten gefallen hat. Hier unsere kleine Reportage. Was hat dir am besten beim Schulfest gefallen? Also mir hat am besten auf dem Schulfest gefallen der Tanz von der 4. Klasse. Und den Tanz von Jill. Was hat dir am besten beim Schulfest gefallen? Ja, das kann ich so gar nicht sagen, weil ich fand alles ganz, ganz toll. Ich fand die Vorführungen sehr schön. Dann fand ich es sehr schön, dass wir so viele Leute da hatten. Und fand, dass der Herr Knops das auch ganz toll gemacht hat. Ja, das ist gar nicht so einfach, hat das alles vorbereitet und den Tag da mit uns verbracht auf der Bühne, fand ich ganz toll. Doch, ich weiß was mir nicht gefallen hat, das war das Wetter. Das war das Analog, aufgetreten sind und die Drumband war sehr schön. Auch der Schulchor war sehr, sehr interessant. Am Schulfest hat mir besonders gut gefallen, dass so viele Kinder da waren und dass so viele verschiedene Sachen verschiedene Gruppen aufgetreten sind. Was hat dir am besten im Schulfest gefallen? Also ich war leider nur beim Schminken und habe die Kinder geschminkt. Deswegen habe ich nicht so viel vom Schulfest mitbekommen. Aber ich habe die Proben vorher in der Schule gesehen und die Proben vom 5. mit Mana Mana. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Am Musikfest hat mir gut gefallen, die Hüpfburg und Auftritt der Kinder. Dass wir so viele Gruppen waren und dass so viele Leute da waren. Bobo und Lo. Das Kissentorn. Und was noch? Die Hüpfburg. Dass Bobo und Lo da war und dass wir das Schokoladenlied gesungen haben und Rita Rost. Also die Hüpfburg war sehr cool und Kissenturnen, aber von den Auftritten fand ich am besten der Olpener Knabenchor. Was noch? Das Lied von Rita Rost. Danke. Dass jeder seine schöne Musik und Tänze aufgeführt hat und einfach alles. Okay, danke. Das Kinderschminken und die Hüpfburg und das Schulchor. Also, bei mir hat es gefallen, wo die getanzt haben und wir gegessen haben und das Kuchen hat mir auch gefallen. Und ja, das war's. Das Hüpfburg, das Turnkissen, dass die getanzt haben. Und bei Habelflam-Mikrofon, das war's. Was hat dir am besten im Schulfest gefallen? Alles eigentlich. Alles war gut, waren viele Kinder da. Und was noch? Es waren auch schöne Aktivitäten.
So wie Hüpfburg, Kistentorn und so. Das Karaoke und das Schminken da war. Und die Auftritte waren auch schön und es war sehr lang. Die Hüpfburg. Und was noch? Dass wir auftreten durften. Dankeschön. Also, weil wir mit Bubu und Lo also getanzt und so, also gespielt. Getanzt und das war gefallen. Das war super cool. Wir haben getrunken, spielten in Hüpfburg oder in Kistentonen oder so. Hallo, was hat dir am Schulfest am besten gefallen? Ich grüße Konstantin, weil er mein bester Freund ist. Nein, was hat dir am Schulfest am besten gefallen? Kissentoren und geschminkt zu werden. Was noch? Kissentoren und geschminkt zu werden. Danke. Der Auftritt der 4. Klasse und Hüpfburg. Vielen Dank. Hallo Sad, was hat dir am besten beim Schulfest gefallen? Hüpfburg schön. Okay, danke. Und jetzt schalten wir zu Olli. Er hat für uns einen Witz und die Geburtstagskinder der Woche. Hier ist Oliver aus dem 3. Schuljahr. Hier kommt der Witz der Woche. Frage, warum öffnen Lehrer das Fenster, wenn sie in die Klasse kommen? Antwort, weil man bei frischer Luft besser schlafen kann. Die Geburtstagskinder der Woche sind Lea aus der Fräulein Corinnes Klasse, Ebrae aus dem 2. Schuljahr, Fräulein Rita und Fräulein Christine. Happy Birthday, tschüss, euer Oliver. Vielen Dank, Olivier. Für die ganz Kleinen heißt es jetzt aufgepasst. Wir schalten zu Mr. Pat. Hallo, liebe Kindergartenkinder. Und hallo, liebe Kinder vom Ersten. Hier ist euer Mr. Pat. Erstmal herzlichen Glückwunsch für das tolle Fest der Musik. Ihr habt alle so toll mitgemacht. Wow! Und jetzt gibt's wieder was zu gewinnen. In jeder Kindergartenklasse, also bei Fräulein Corinne, bei Fräulein Natascha und bei Fräulein Nicole, ist ein Kärtchen versteckt. Ihr müsst es finden. Auch im 1. Schuljahr. Sucht im ganzen Klassenzimmer nach. Wer das Kärtchen findet, gewinnt einen kleinen Preis. Ich wünsche euch viel Glück und einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön, Mr. Pet. Und jetzt gibt es was zu lachen. Wir hören die 2. Folge der Schwadrallas. Die Schwadrallas sind kleine Männchen aus dem deutschen Ruhrpott. Am liebsten lesen sie Werbeprospekte. Viel Vergnügen. Schwadrallas, Schwadrallas, Schwadrallas. Am Rande der Mitte des Ruhrgebiets, im Keller eines alten Zechenhäuschens, leben die Schwadrallas. Hallo! Schwadrallas sind kleine Wesen, die konsequent fleischlos leben. Oh ja, Rostbiff! Kornbiff! Hacksteak, Rumpsteak, Biffsteak! Meine Güte, was ist daran denn fleischlos? Na, ganz viel Fleisch und dann los! Oh, wie auch immer, die Schwadrallas können nicht sehr gut Geräusche imitieren. Wohl! Das zum Beispiel war der ICE von Konstanz nach Tinopel. Naja, was die Schwadrallas jedenfalls gut können, ist Werbeprospekte lesen. Daraus haben sie auch ihre Vornamen. Bio, Hochdruckreini und 20%.
Bio ist heute sehr aufgeregt, denn er hat gelesen, dass seine Lieblingssängerin in der Stadt ist. Kehr, Bio, was bist du heute aufgeregt, weil du gelesen hast, dass deine Lieblingssängerin in der Stadt ist? Yo, ich bin so aufgeregt, weil ich gelesen habe, dass meine... Wie heißt die denn? Gina Golina. Ach die, die ist doch bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja, hier 20%, in dem Prospekt ist sie drin. Boah, ey, die ist vielleicht schön. Nein, nicht vielleicht. Die ist ganz bestimmt schön. Ja, und die singt auch so schön. Was singt die denn so schön? Na, ihren neuen Hit. Ihren was? Na, ihren neuen Hit. Und der heißt, du bist der Wind in mein Rücken. Ach, den? Und den singt sie heute? Ja, und sie öffnet heute ihren Blaubeeren an der Rotkirchenkasse. Das hast du falsch gelesen, Bio. Sie eröffnet einen Baumarkt an der Nordkirchenstraße. Egal, ich geh hin und treff sie. Ist der Bio verliebt in sie? Ha, und wie, 20%. Na Bio, fährst du zu sie? Ja, bald bin ich bei sie. Boah, ey, und dann stehst du endlich vor sie. Ja, ich freu mich so auf sie. Hast du denn Blumen für sie? Na klar, Rosen geb ich sie. Und dann bleibst du für immer bei sie. Aber wie erkennst du sie? Ja, ich hab doch das Foto von sie. Warte mal, da ist noch ein Mann auf dem Bild, da steht, den heiratet sie. Bio, das ist ein Millionär. Da hast du keine Chance. Ach so. Dann schreibe ich einen Abschiedsbrief an sie. So ist es richtig, Bio. Die Liebe wird sowieso überschätzt. Man hat nur Ärger mit sie. Oh ja, ich komme bestimmt drüber weg. Über sie. Bravo, Bio. Denn Gina Golina ist nun wirklich kein Kind von Traurigkeit, sondern eher eine Erwachsene von Fröhlichkeit, weswegen sie alle 2 Wochen anders aussieht, einen anderen Hit singt und einen anderen Millionär heiratet. Und glaubt mir, Kinder, die meisten, die sich in sie verliebt haben, leiden noch heute unter sie. Schwadrillas. Und jetzt aufgepasst, hier ist die Auflösung unserer Rätselfrage. Ihr solltet ja sagen, wie viele Werbepapiere wir für unser Fest der Musik haben drucken lassen. Es waren 2500. Viele Kinder hatten recht. Aus allen Richtigen haben wir das Los entscheiden lassen. Es ist Emily aus der 4. Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Und hier jetzt unser neues Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine CD mit all den Liedern unserer Fest der Musik. Die Frage hat unser Radioteam ausgesucht. Wie viele Kontinente gibt es auf der Welt? Ich wiederhole, wie viele Kontinente gibt es? Schreibt die Zahl auf einen Zettel und werft ihn ein. Wir wünschen euch viel Glück. Zum Abschluss haben wir noch Musik für euch. Hören wir jetzt zusammen Adi Tawil mit dem Titel Ich ging wie ein Ägypter. Macht's gut und wir wünschen euch einen schönen Nachmittag. Außerdem bedanken wir uns bei den Hörern zu Hause fürs Zuhören. Aus dem Studio Radio SGU verabschieden sich Alessandro, Eva, Solem und Mika. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Tauben geweint, war ein Voodoo-Kind wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich, ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich ließ die Sonne nie untergehen in meiner wundervollen Welt. Und ich singe diese Lieder, tanz mit Tränen in den Augen. Bowie war für einen Tag mein Held und IMF kann es nicht glauben. Und ich steh im lila Regen, ich will ein Feuerstarter sein. Whitney wird mich immer lieben und Michael lässt mich nicht allein. Ich war willkommen im Dschungel und fremd im eigenen Land. Mein persönlicher Jesus und im Gehirn total krank. Und ich frage mich, wann werd ich berühmt sein? So wie Rio mein König für die Ewigkeit. Ich war am Ende der Straße angelangt, war ein Verlierer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.